Hey ho und willkommen zurück zu Let's Pesen durch die Landschaft wie ein Verrückter auf seinem dreizackigen Motorradständer. Ja, hatte ich irgendwas von Let's Play Final Fantasy 5 gesagt? Nein? Vielleicht, ich habe keine Ahnung mehr. So, ich bin unterwegs, um das letzte Stück Dreck, Landschaft zu finden, welches ich noch bereisen möchte. Und ich bin gerade guter Dinge, dass ich das hinkriege. Und hier ist schon ein Flüsselein. Und ich bin gerade froh, es geschafft zu haben. Jawohl, hier ist es. Da. Moment, hier war ja nicht irgendwas. Ja, war doch. Moment. Dang. Okay, ich gehe mal hier runter. Ah, ist es. Magische Lampe erhalten. Ja, die magische Lampe ruft. Ich glaube, mich hat schon Zufallsbetrieb. Prinzip. Von den vorhandenen Espern einen bestimmten her und danach die nächsten Reihenfolge und so weiter und so fort, bis wir mal durch sind. Ja, und da ich das Ding jetzt habe, treffe ich euch in Mirage wieder. Bis gleich. Auf magische Weise sind wir hier wieder angelangt und machen uns auf den Weg zum Hintereingang des Pubs. Also des Pubs, nicht des lauen Lüftchens, weil laue Lüftchen haben keine Hintereingänge. Sie kommen nur aus welchen raus. Hi, ho. Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich eine Reise um die Welt auf einem Chocobo machen würdest. Hier, nimm das. Mirage-Weste erhalten. Tut mir leid, ich mag diesen Jingle sehr gerne. Die Mirage-Weste ist eine gute, leichte Rüstung und hat den Vorteil, dass sie den Träger zu Beginn des Kampfes automatisch mit einem Image versieht. Das heißt, der erste physische Treffer, den diese Person erleiden würde, geht ins Nichts. So, nun treffe ich euch an einem anderen Ort wieder. Hier sind wir. Unten links, wo das Kreuz sich befindet, ist Schloss Baal. Und der aufmerksame und geneigte Zuschauer wird sich noch an eine Stelle an Schloss Baal erinnern. Und an diese Höhle hier, die wir gegen Ende heraufkraxeln konnten. Aber da war einfach nichts. Da war rein gar nichts. So, und jetzt müssen wir hier mal gucken oder mal wieder gucken. Ah, da ist er direkt. Ja, wunderbar, um den Weg aufzumachen. So, aber da ihr die Höhle ja im Prinzip schon kennt, werde ich, nachdem ich diese Tür durchschritt... Flüchten die Monster schon vor mir. Boah, hat sich rumgesprochen, dass ich unbesiegbar geworden bin. Naja, fast. Am Ende der Höhle. Bis gleich. So, hier sind wir am Ende bei dieser verfluchten Wand. Mal sehen, ob sich irgendwas verändert hat. Wo könnten wir wohl rauskommen? Als wenn das nicht offensichtlich gewesen wäre. Wir sind nun hinter dem Portal. Kommt man hier wieder runter? Jo, cool. Wusste ich gar nicht. Okay, wir sind hier hinter dem Portal, hinter dem Verschlossenen, wo ich damals gesagt habe, oh, hier kommen so Gegnergruppen, die empfindlich sind gegen Level 5 Doom und die man wunderbar töten kann. Dumm. Ja, mal an den Löschern vorbei, bitte. Also, ich zeige sie nochmal. Diese Fischers hier. Und jetzt sind wir aber auch in der Lage, sie mit anderen Waffen zu schlagen. So, ich benutze Syldra. Nun mittlerweile hauptsächlich als Massenvernichtungsangriff. Weil sie dank des Wizard Rods, der so ziemlich fast jedes Element verstärkt, gleichwertig gut ist, vielleicht sogar ein bisschen besser ist als Barmut. Ja. So. Weiter geht's. Ja, jetzt frage ich mich doch glatt, was erwartet uns hier? Hm, das kommt einem doch bekannt vor, oder nicht? Seid hierher gekommen, um mich zu besiegen? Nun, ich habe nicht die Zeit, euch zu begleiten. Ich gebe euch nur eine Minute. Ist das in Ordnung? Hm. Ich werde euch keine Gnade nach einer Minute gewähren. Wollt ihr es immer noch versuchen? Na. Aber bettelt nicht um Gnade nachher. Werden wir nicht. So, wir bilden auf und kämpfen gegen Odin. Oh mein Gott. Lalala. Oh lala. Jetzt muss ich gerade mal was ausprobieren. Ich meine, er war empfindlich gegen Stein, aber nicht gegen diesen. So, wir wollen... Nein! Nein! Oh Gott! Scheißdreck! Er ist unempfindlich gegenüber Holi. Das heißt, ich muss Barz aufhalten.
Aua! Aua! Das tut weh! So, Bild ab. Hey, pass auf hier! Pass auf, du! Du Arsch! So, Syldra rufen. Donnersturm. Ist ein Blitz- und Eiselementarer Angriff. Und macht viel Schaden, wie man sieht. Dimension. Ich brauche Haste. Auf dich, weil du machst den meisten Schaden. Oh, ich hätte hier Dance geben sollen. Das wäre besser gewesen. Mal sehen, vielleicht erreicht es ja. So. Bild ab. Komm. Zack, 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 zack. Und Syldra nochmal. Aber die Sequenz verbraucht so viel Zeit, bevor der Schaden kommt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wenn ich es noch schaffen, all das in... Oh, das ist es. Finde ich gut, dass es das war. Ja. Niemand kann meiner Kraft widerstehen. Auch nicht die Esper Odin, die wir jetzt erhalten haben. So. Noch nicht sind alle Sidequests erledigt. Aber ich werde euch es jetzt ersparen, noch mehr Sidequests mit mir zu machen. Deswegen möchte ich fortfahren mit dem ersten, mit dem zweiten Tafel-Dungeon. Und davor sehe ich euch gleich wieder. Nun, da bin ich wieder und an der großen Brücke. Und auf der großen Brücke befindet sich hier ein Tempel. Das ist der Solitary Island Tempel. Jetzt hätte ich gerne Blaumagie. Aber ich muss ja noch unbedingt den blöden Rotmagier leveln. Ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier klappt. Syldra, hier, komm mal her. Liebes Kindchen. Ja. Komm, dom, 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 dom. Sieht gut aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein, du machst gar nichts. So. Oh, nein, 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 nein. Verdammter Dreck. Warum ist hier alles unempfindlich gegenüber heilig? Ich meine, warum absorbiert hier jeder Depp heilig? Das kann's doch nicht gewesen sein! Ich bin mir überlegen, ob ich die Zukunft rausschneiden soll. So, wir stoppen jetzt wieder jemanden. Nämlich den Bart. Nerv! Was? Wieso funktioniert das nicht? So, Bild ab auf das da. Und... So, Summon, komm. Ja, sehr schön. In der Hoffnung, dass Syldra ausreicht und Bartz nicht zuschlägt. Komm, 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 komm. Ja, ja, trotz Saboteur in der eigenen Truppe habe ich es geschafft, hindurchzukommen und 10 Ability Points einzuheimsen. Ja, verbrennt das Buch. Verbrennt das Buch! Dies ist der Inselschrein, geschützt vom Wind. Mit dem himmlischen Kind. So, ich werde kurz heilen, dann sehen wir uns wieder. Nun sind wir bereit, diesen Tempel zu betreten. Und ich bin glücklich, einen Dieb in der Gruppe zu haben. Sonst hätte ich doch glatt das hier übersehen. Ich meine nicht den Kampf. Oh, was haben wir denn hier? Execrator. Mit Level 2 Old. Jetzt sagt bloß, alle sind... Oh Gott! Was für Arschies! Oh Gott, die haben hier jegliche Level X Mist! Syldra, tu sie machen tot! Los, los! Was das? Ja, Gott sei Dank! Was für widerliche Hanseln das sind! Aber dafür 5 Ability Points ausgezeichnet. Was haben wir hier? 12.000 Bestechungsgold! Kann man nie genug von haben. Syldra ist ein kleines Schätzelein. Nein. Hier kommen aber natürlich auch jedes Mal die gleichen noch mehr Sauger. Ja. Irgendwie haben die Macher dieses Spiels zu viel vom Saugen gehört. Oh, ein Hebel. Oh, ein anderer Hebel. Oh. Oh. Oh, Gegner. Oh, andere Gegner. Oh, war Zoral. Ich versuche mal was von denen zu klauen. High Potion. Super, danke dir. Syldra, tot machen, dank dir. Und weitermachen. Na, sie saugt wenigstens nicht, sie rotzt raus. Ich meine er, es ist immer noch ein Kerl. Leider. Warum haben sie es zu einem Kerl gemacht? Syldra ist ein Weibchen und kein Männchen. Pah. So, wo lande ich jetzt? Oh, bei einer Schatztruhe. Na, 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 na. Nun 1000 Gil. Unglaublich. Und wieder zurückgesaugt. Windschrein.
Also, es tut mir leid, für so ein Spiel ist der Windschrein für mich ein bisschen zu hoch technisiert mit Lüftungsschächten. Na. Das tut mir leid, aber das kann's doch auch nicht sein, oder? Oh! Ja, solche große Gruppen gibt's auch. Wollte ich nur mal kurz gezeigt haben. Das geht ja eigentlich schnell, wenn ich jetzt zum Zuge komme. Jawohl. Dann muss ich das nicht rausschneiden. Lalalala. Wumms und weg. Und zack und wow. 8 Ability Points. Wow, Kara gained ein Level. Oh, eine Schatztruhe. Was wird sich in dieser Schatztruhe befinden? Warum gibt es ja tatsächlich Lüftungsschächte? All das und mehr in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy V. Final Messenger 13. Wünsche noch einen schönen Abend. Bye.